Wie du trotz der Unsicherheit der Leute weiterhin kaufbereite Kunden bekommst, beziehungsweise deine Kunden zu kaufbereiten Kunden tatsächlich machen kannst. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Damit du in Zukunft sowas nicht verpasst, lass gerne einen Daumen nach oben da, lass gerne ein Abo da und ich würde sagen, let's go. Erstmal herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex und wir wollen uns heute mal anschauen, wie schaffst du es, dass deine Kunden trotz der Unsicherheit, die sie jetzt aktuell haben, weiterhin kaufbereit bleiben. Und das Erste, was man sich mal komplett klar machen muss, ist, dass es immer Kunden gibt, die sich unsicher sind, dass es immer Kunden gibt, die einfach nicht genau wissen, ob sie es machen sollen, ob sie es nicht machen sollen. Und du kannst einen Teil davon beeinflussen, du kannst aber auch einen Teil davon nicht beeinflussen. Und gerade jetzt in der Zeit haben wir immer wieder das Problem, dass die Leute sich finanziell Gedanken machen und zum Beispiel kannst du den finanziellen Aspekt nicht für die Leute beeinflussen. Du kannst ihnen erklären, warum dein Produkt das wert ist, aber das löst das Problem nicht, wenn das Geld nicht auf dem Konto ist. Ne? Das bedeutet, das Erste, was du machen solltest, ist einen sogenannten Filter zu schaffen. Weil es wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass du mit den Kunden, die kaufbereit sind, wirklich auch viel Zeit verbringst, die halt wirklich überzeugst und wirklich tief reingehst in die Gespräche. Und das kannst du dir nur erlauben, so viel Zeit zu investieren, wenn du vorne die Kunden, die auf jeden Fall nichts werden, schon rausfilterst. Bedeutet, du hast quasi so eine Art Trichter, ganz klassisch. Hat man hier so ein Sieb. Gucken, ob ich so ein Sieb malen kann. So ein Sieb ist dann hier quasi, ne? So ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Hier vielleicht noch so. Und es wird so sein, dass einige Kunden bei diesem Sieb halt schon gar nicht durchkommen. Na, das heißt, du wirfst dir ganz viele drauf. Am Ende kommen vielleicht nur zwei durch. Ne? So, was beinhaltet dieses Sieb? Dieses Sieb beinhaltet die Faktoren, die du sowieso nicht beeinflussen kannst, wo du dich auf den Kopf stellen kannst, das wird sich nicht lösen. Und diese Faktoren sind natürlich jetzt gerade in der aktuellen Zeit sehr viel stärker, sehr viel mächtiger, als sie davor waren. Das sind ganz konkret die Faktoren: Geld ist der Entscheider, passt der Zeitpunkt, hat er weitere Angebote. Wenn du diese Faktoren abgeklärt hast, dann weißt du, die Person, die du hast, also wenn alle Faktoren passen, die kann auch bei dir überhaupt Kunde werden. Wenn die Person nämlich kein Geld hat, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, du wirst sie nicht abschließen. Oder wenn sie jetzt zu viel Angst hat, dieses Geld zu investieren, das kann ja auch ein Punkt sein, zu viel Angst hat, weil einfach nächstes Jahr zum Beispiel vielleicht 10.000 Euro nachzahlen kommen, wo wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist, aber viele haben ja halt Angst wirklich vor. Wenn die Person keinen Entscheider ist, kannst du dich auf den Kopf stellen, das wird nicht funktionieren. Du wirst feststellen, du hast in der Vergangenheit dieses Thema auch gehabt, da waren sich die Leute aber nicht so unsicher. Bedeutet, da hatten die vielleicht das gleiche Geld auf dem Konto, haben aber im Kopf andere Rücklagen zum Beispiel gebildet. Und die Leute, die hier durchkommen, bei denen geht es jetzt wirklich darum, rauszufinden, was ist der Grund, warum sie sich genau jetzt in der Situation informieren. Das ist eine Frage, die kannst du auch ganz offen stellen. Also wirklich, die zweite Sache, man sagt immer, den Elefant im Raum ansprechen. Na, das ist so ein Sprichwort. Eine Sache, die ganz offensichtlich ist, nämlich, dass aktuell die Situation nicht ideal ist, sage ich jetzt einfach mal, dass eine Unsicherheit besteht, dass die Leute einfach nicht wissen, was sie mit ihrem Geld am besten machen sollen, ob sie es zurücklegen sollen, ob sie jetzt investieren sollen, was ja doch weniger wert wird in Zukunft. Das sind alles Themen, die sind mega offensichtlich und du kannst sie versuchen, in dem Beratungsgespräch auch gar nicht anzusprechen, aber sie sind halt einfach da, sie schweben in der Luft. Das ist ganz offensichtlich, dass die Leute das daran denken. Ne? Und das nennt man den Elefant im Raum ansprechen. Bedeutet, du sprichst eine Sache an, die extrem offensichtlich ist, damit du sie einfach entkräften kannst, damit du überhaupt die Chance hast, dagegen vorzugehen. Also, ich sage jetzt einfach mal hier der Punkt, ansprechen. So, wie würde sowas jetzt ablaufen? Das würde ablaufen, ich hätte jetzt den Herrn Meier gegenüber, der Herr Meier möchte bei mir eine Küche kaufen. Die Küche, wir haben schon dafür gesprochen, Budget 15.000 Euro oder 20.000 Euro. Und jetzt sage ich den Herrn Meier, ja, Meier, passen Sie auf, Sie haben ja schon gesagt, bei Ihnen gerade sind Sie ein bisschen unsicher, was die aktuelle Situation angeht. Unter welchen Bedingungen würden Sie sich denn jetzt dafür entscheiden, tatsächlich so eine Küche zu kaufen? Was müsste da passieren? Und jetzt mache ich zwei Dinge. Zum einen, ich finde raus, was wirklich seine Motivation hinter dem Kauf ist, weil scheinbar gibt es eine Konfiguration, in der mir die Küche mehr wert ist als das Geld. Es kann sein, dass er mir sagt, ja, also die Küche dürfte nicht über 15.000 liegen. Sie haben jetzt gesagt, 20 ist Budget, aber über 15 kann ich eigentlich nicht machen gerade. Okay, kann ich mit planen, kann ich mit arbeiten. Jetzt sagt er mir vielleicht auch noch, ja, die Küche müsste auch wirklich die nächsten 20 Jahre halten, dass ich wirklich auch ein gutes Gewissen habe. Und es müsste auch möglich sein, die Küche irgendwie, keine Ahnung, Anzahlung kann ich machen, kein Thema, aber dass die zweite Zahlung dann erst, keine Ahnung, im neuen Jahr kommt oder so. Whatever, das weiß man ja nicht genau. Da kommen verschiedenste Dinge halt auf. Und wenn du das aber ganz konkret ansprichst, gerade in der jetzigen Situation, was müssten wir denn jetzt leisten, dass Sie sagen, Sie wollen die Küche da auf jeden Fall damit uns machen zum Beispiel. So könnte die Frage sein. Und wie gesagt, was für eine Küche müsste das sein, damit Sie die jetzt auf jeden Fall auch nehmen würden. Damit kann ich extrem stark mein Gespräch lenken und kann gucken, auf welche Punkte er Wert legt. Und das war früher nicht so wirklich relevant, weil die Leute sind zu euch gekommen, sind in die Läden reingekommen und gesagt, hey, wir haben bei XYZ schon gesehen, ihr macht das, wir wollen das gerne auch machen, Geld ist da, let's go. Ne? Heute sind die Leute unsicherer und da muss man die Leute einfach wieder verkäuferisch etwas mehr abholen. Also das ist mal Thema 1, mal fragen, was ist überhaupt deren Ziel. Und das Zweite, was ich mache, ich lege ihn fest, ich nagel ihn fest indirekt. Weil wenn er mir jetzt sagt, ich möchte, dass A, B und C gegeben ist,
dann mache ich nämlich eine Küche. Und ich biete ihm A, B und C, nimmt nicht die Küche, dann widerspricht er sich selbst. Und ja, es gibt solche Menschen, die das machen. Sicherlich, das nennt man auch Schizophrenie irgendwo. Je nachdem, in welche Richtung das geht, das machen manchmal normale Menschen. Aber es ist generell für die Menschen erstmal sehr unangenehm zu sagen, ja, also ganz ehrlich, wenn du mir jetzt hier zeigst, dass es einen blauen Elefanten gibt, dann gebe ich dir 1000 Euro und du zeigst mir einen blauen Elefanten, ich gebe die 1000 Euro nicht, dann fühle ich mich wie ein sehr schlechter Mensch. Und dann sind mir die 1000 Euro meist weniger wert als mein eigenes gutes Gefühl. Und genau darum geht es. Dass ich es schaffe, die Person festzunageln, indirekt quasi, dass ich sage, okay, also wenn die Faktoren gegeben sind, dann würden sie auch heute unterschreiben bei der Küche. Ja, dann würde ich das machen. Dann wäre das eine gute Sache. Dann würde ich mir noch eine Nacht Zeit nehmen, aber dann würde ich auf jeden Fall sowas machen. Ja, okay, super. Ist ja alles in Ordnung. Kann man ja über alles reden. Das muss nur davor klar sein. Also zweites Thema ist wirklich ein Elefant im Raum ansprechen. Und das dritte Thema, und da muss jeder selber kreativ werden, ist in irgendeiner Form Anreize bieten. Weil dieser Trigger mit den, ich sag mal, mit den Festnageln funktioniert besonders dann gut, wenn es gleichzeitig mit einer gewissen Verknappung verbunden ist. Bedeutet, wenn die Person gleichzeitig weiß, wir haben jetzt gerade eine Küchenaktion, weil es bei einer Küche für 15.000 Euro einfach noch einen Cooker dazu gibt, zum Beispiel. Diese Aktion gibt es aber nur noch, keine Ahnung, einen Monat. Dann ist das eine Sache, die die Person durchaus motivieren kann, da auch jetzt die Entscheidung zu treffen und jetzt zu sagen, ja, wir machen das jetzt, wir nehmen das jetzt. Weil A, wir haben gesagt, wir machen das und B, es gibt jetzt noch eine Aktion dazu. Auch sowas sorgt dafür, dass die Kunden wieder kaufbereiter werden. Und du merkst schon, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt sage, du musst jetzt die krassesten Werbekampagnen machen, die krassesten Online-Strategien machen. Klar, mit solchen Sachen kann man solche Leute auch problemlos abholen. Keine Frage. Aber du kannst aus deinen aktuellen Kunden auch mehr rausholen, indem du einfach vorweg schon filterst, dir dann in diesen Gesprächen einfach mehr Zeit für diese Themen nimmst. Und ich bin überzeugt davon, da kann jeder Vertriebliche noch einiges besser machen. Und zum Letzten, dir auch Gedanken machst, was für coole Anreize, was für Aktionen zum Beispiel könntest du bieten, damit es interessant für die Leute ist, ohne jetzt deine Marke zu verarmischen. Das soll gar nicht das Ziel sein, zu sagen, es gibt jetzt überall 50%, wie es die Möbelhäuser machen. Das ist erstens nicht wirklich glaubwürdig und zweitens in meinen Augen nicht wirklich seriös als Fachfirma. Aber zum Beispiel so eine Aktion, es gibt was kostenfrei dazu, da hat erstmal keiner was gegen und das wertet sogar das Unternehmen eher auf. Ja. Ich hoffe, da waren jetzt einige Sachen für dich dabei. Wenn du diese Sachen wirklich so kontinuierlich umsetzt, ne, und diesen Filter vor allem einhältst, dass du hier genug Zeit hast, was wirklich Zeit ist, der kritische Faktor dabei. Du musst mehr Zeit jetzt einfach investieren in die Gespräche, in die Beratungen und vor allem, ganz wichtig, vielleicht noch der vierte Punkt, in Klammern, den sage ich eigentlich jedes Mal, ist das sogenannte Thema Follow-up. Bedeutet, wenn der Kunde nicht direkt beim ersten Mal kauft, du bleibst dran, du hast viel Zeit investiert, du hast rausgefunden, was er möchte, du hast ihm genau das geboten, was er möchte. Warum sollte er nicht kaufen? Weil er sich Zeit nehmen möchte. Alles gut, soll er sich Zeit nehmen, aber du rufst wieder an. Du behältst ihn im Blick, du behältst die Kontrolle, du rufst ihn so lange an, bis du ein Endstadium hast. Bis du weißt, okay, er macht's oder er macht's nicht. Beides in Ordnung. Aber du wirst das Ergebnis haben. Und allein dadurch wird schon mehr rauskommen. Also wie gesagt, wenn du diese, ich sage jetzt mal, vier Schritte einhältst, wenn du diese Sachen beachtest, dann wirst du kein großes Problem haben, auch jetzt Aufträge zu schreiben. Weil diese vier Dinge waren in der Vergangenheit überhaupt nicht notwendig, weil es einfach eine extreme, einen extremen Überbedarf von den Leuten gab und zu wenig Fachfirmen, die diesen Bedarf irgendwie decken konnten. Ne? Mittlerweile ist es umgekehrt. Der Bedarf ist extrem runtergegangen und die Firmen haben durchaus Probleme, ihre Auftragsbücher mit lukrativen Dingen vollzukriegen. Ich meine, voll kriegen wird jeder seine Auftragsbücher am Ende, aber es soll ja auch lukrativ bleiben. Und ich rede auch davon, ganz wichtig, mit so einem System die Standards beizubehalten, die du geschaffen hast die letzten Jahre. Also nicht zu sagen, gut, ich habe jetzt die letzten Jahre vielleicht mit 30% einkalkuliert, jetzt kalkuliere ich nur noch 20% ein und mache nur meine Aufträge. Dann wirst du feststellen, weil auch bei den 30% bleiben keine 30 am Ende des Jahres übrig, da bleiben vielleicht nur 5 am Ende des Jahres übrig oder 10, bist du plötzlich bei plus minus 0. Du behältst die Standards bei. Du änderst einfach nur deine Vorgehensweise und die behältst du dann aber auch bei, wenn die Zeit wieder besser wird. Und schon hast du ein richtig, richtig geiles, ja, wie sagt man, positiven Teufelskreis, würde man sagen. Flywheel wäre der englische Begriff dafür. Ich weiß nicht, ob es einen deutschen dafür gibt. Gut, wenn dir das gefallen hat, wie gesagt, setz es bitte um. Dann gerne einen Daumen nach oben geben. Gerne Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit du nichts in der Form verpasst, damit du auch gut übers nächste Jahr durchkommst. Und ich wünsche dir eine gute Zeit, ne? Und bis zum nächsten Mal.